Sechster? Ja, ist okay. Eine Runde und dann hätten wir den auch noch bekommen, aber lassen wir mal gut sein. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play F1 2021, Folge 17. Wir gehen direkt weiter zum Rennen. Großer Preis der USA. Ich hab Bock drauf. Hey, Leute! Ausverkauftes Haus! Kaspar! Wir haben uns seit seiner Bekanntgabe nicht gesehen. Nein. Das war echt anständig. Es kostet Mut zuzugeben, dass man nicht mehr mithalten kann. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass du mutig bist. Das ist ein Kompliment. Und dass ich nicht mithalten kann. Ach, das war nicht so gemeint. Ich habe nur andere sagen hören, dass du deine besten Zeiten hinter dir hast. Das funktioniert nicht mehr, Devin. Tut mir leid, was meinst du? Wir wissen, was du über uns gesagt hast. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich dachte immer, du wärst nur eine Tratsche, Devin. Aber du bist ein Lügner. Ach, komm schon. Ihr beide. Ihr wart doch immer so schön unterhaltsam. Habt euch gestritten und euch aus dem Rennen geworfen. Das war genial. Das war echt die allerfeinste Unterhaltung. Und jetzt regt ihr euch nur darüber auf, wer was gesagt hat. Das ist echt kleinkariert. Ernsthaft, was seid ihr nur für Vorbilder? Ich werde nicht mit dir diskutieren. Da verliere ich. Ja, gewinnen ist nicht so ganz deine Sache, das stimmt. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist meine Zeit vorbei. Aber seine nicht. Und er ist der bessere Fahrer. Der Anfänger? Ach, ich bitte dich. Die Stelle bei Mercedes gehört mir. Das ist so gut wie offiziell. Da gibt es nur ein Problem, Devin. Hä? Das wäre? Ich glaub dir kein einziges Wort mehr. Sag's ihm. Hey! Keine Ahnung, wer die Stelle kriegt. Tja, so verdient, Alter, ganz ehrlich. Lando, absoluter Ehrenmann. Kapitel 15. Nachdem Butlers Psychospielchen wirkungslos geworden sind, macht Ackermann sich bereit, es auf der Strecke direkt mit dem Mann aufzunehmen, der den Streit zwischen den beiden Teamkollegen bei Aston Martin verursacht hat. Während des Rennens. Perfekt, wieder eine neue Strecke. 7 Runden. Okay, Kaspar, sieht gut aus. Mach weiter so. Ist Butler vor mir? Butler? Ja, du näherst dich ihm. Kein Drama, bitte. Verstanden. Ja, ja. Ein kleiner Schubser. Besiege Butler. Lass mich kurz die Strecke noch mal ein bisschen, bisschen kennenlernen. Boah, was ist das für eine Kurve? Wenn man ein bisschen besser nehmen würde. Devin ist auf P8. Das ist ja genauso eine scheiß Kurvenkombination hier. So, den Teil hier sind wir noch gar nicht gefahren. Diesmal müssen wir das zweite nehmen. Okay,
Ich habe die Abschätzung auch noch nicht ganz richtig, also. Sekunden? Devon ist auf P8. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 28,2 Sekunden. Uff. Noch viel früher einlenken. Devon liegt im Moment 3 Plätze vor dir. War schon ganz gut. Ah, Esteban. Ah, die beiden Alphas. Ah ne, er ist ja schon P7, aber wir holen gut auf. Sollte was werden. Lenken wird langsam besser. Devon ist momentan auf P7. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Mein Gott, warum passiert das manchmal und manchmal nicht? Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,9 Sekunden. Nähert dich Devon, Kasper. Mach Druck. Devon ist direkt vor dir. Kein Problem.
spät gebremst. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Na, ciao, ne? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,8 Sekunden. So, Bestzeit jetzt nochmal fahren. Vielleicht noch Leclerc mitnehmen. So will ich das sehen. Jawoll! Tag, Master Spin. Sorry. Ja, Master Spin. Oder drei Schnee für die beste Runde. Noch Purple hinten dran, ne? Ja. Den will ich aber noch haben, du. Kommen Sie her. Lass mich vorbei, mein Freund. Wir sind doch Kollegen. Unter Kollegen kann man das doch mal machen, oder? Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ah, ich wusste es, ich war im ersten Gang, da klappt das natürlich nicht.
Ferrari, sei mal zu schnell. Ja, perfekt, Leclerc, hast wieder toll versaut. Was hieß nach links? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Sechster? Ja, ist okay. Eine Runde und dann hätten wir den auch noch bekommen, aber lassen wir mal gut sein. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Hier kündigt sich ein dramatisches Finale für diese Saison an. Der Kampf um die Spitze geht weiter, aber im Mittelfeld kommt Aston Martin noch mal ein gutes Stück näher an Alfa Romeo heran. Beide Teams hatten eine erstaunliche Saison und es gibt auch Gerüchte, dass Butler und Jackson eine Chance auf die freie Stelle bei Mercedes haben. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Man wünscht sich ja fast, dass diese Saison niemals endet, aber das muss sie leider. Ab jetzt kommt es auf jede Runde und jede Sekunde an. Was für eine packende Saison. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben sich heute schon wieder gegen Alfa Romeo durchgesetzt, Kasper. Und es wird spekuliert, ob Sie es schaffen, ihn den vierten Platz streitig zu machen. Was sagen Sie dazu? Es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es schon länger auf den vierten Platz abgesehen, auch als andere uns schon abgeschrieben hatten. Für uns kommt es bei jedem Rennen auf jede Sekunde an. Und unsere harte Arbeit macht sich in der Tabelle bemerkbar. Wir wissen, was wir können. Und wir können es schaffen. Ihr Ruhestand rückt natürlich immer näher. Denken Sie oft daran? Ja, schon. Ja, natürlich. Wenn man ständig Rennen fährt, kann man sie leicht als selbstverständlich hinnehmen. Aber wenn man nur noch eine begrenzte Anzahl an Rennen übrig hat, ist einem jedes einzelne auf einmal sehr wichtig. Dank meines Rücktritts kann ich die Rennen mehr genießen und dafür bin ich dankbar. Freuen Sie sich schon auf Ihren Ruhestand? Wie werden Sie Ihre Zeit verbringen? Ja, klar. Ich freue mich vor allem darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe eine wunderschöne Frau und eine kleine Tochter, Lilly, die ich beide viel zu selten sehe. Ich kann es kaum abwarten, dass das mehr wird. Danke für den Kommentar. Ackermann schafft es, Butler beim Grand Prix der USA zu übertreffen und dringend benötigte Meisterschaftspunkte für Aston Martin zu holen, die damit Alfa Romeo auf den Fersen bleiben nach dem Rennen. Okay, Aston Martin holt auf. Ackermann liebäugelt mit dem vierten. Aber Kasper Ackermann behauptete nach dem Grand Prix der USA, dass es auf jeden Fall möglich ist, Aston Martin sich den vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft holt. Während der Rest von uns die Chancen von Aston Martin also eher vorsichtig beurteilt, zeigt Ackermann Entschlossenheit. Für uns kommt es bei jedem Rennen auf jede Sekunde an und unsere harte Arbeit macht sich in der Tabelle bemerkbar, erklärte er. Aber ist diese Selbstsicherheit gerechtfertigt? Kann der Veteran realistisch darauf hoffen, seine Erfolgssträhne in diesem harten Wettbewerb der F1-Meisterschaft weiter aufrechtzuerhalten? So kurz vor seinem Ruhestand wird Ackermann sicher hoffen. In unserem letzten Artikel haben wir erwähnt, dass der Circuit of America eine von 5 Strecken ist. Baku hatte ich schon mal richtig, schön. Aiden. Aiden. Kasper, hey, wir schließen zu Alfa Romeo auf. Ja, gute Leistung da draußen. Ich glaube, wir können es schaffen, Kasper. Wir sind im Spiel. Du weißt schon, dass es nicht leicht wird, oder?
Ja, bei aussichtslosen Schlachten kämpft man am härtesten. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, natürlich. Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Wollte nur gratulieren. Gleichfalls. Man sieht sich. Bye. So ist es doch gleich viel schöner, wenn die beiden sich vertragen, ne? Das ist doch super. So. Brian. Kaspar, die Besprechung wurde um 10 Minuten verschoben. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, danke. Großartiges Rennen heute. Letzte Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir jetzt um den vierten mitkämpfen. Naja, du kennst ja den Spruch. Bei aussichtslosen Schlachten kämpft man am härtesten. Wow, brillant. Den ah, perfekt. Inspirierende Lebensweisheit. Immer weiterkämpfen, Kaspar. Wir sehen uns dann bei der Besprechung. Bis dann, Brian. Perfekt. Okay, Baku, Marina Bay, Street Circle in Singapur, dann jetzt Marina in Abu Dhabi und Interlagos, Brasilien. Ah ja. Wenn sie alle vier richtig hatten, Glückwunsch. Na, nicht ganz. So, unser Blick ist nur nach vorn gerichtet. Hatten wir schon. Perfekt. Dankeschön. Weiter geht's. Mal wieder ein solider Abschluss in den Punkten für Ackermann in Texas. Starkes Rennen von dem Niederländer. Er kann damit zufrieden sein. Aston Martin behalten ihre beeindruckende Form bei, während wir auf dem letzten paar Rennen zusteuern. Ackermann zum vierten in der Konstrukteurswertung. Wir können es schaffen. Ich glaube, Alfa Romeo wird da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Ackermann freut sich drauf, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Wie süß. Tolles Rennen von Ackermann heute, was Alfa Romeo noch mehr unter Druck setzt. Er hat aber schon ziemlich viel Glück, nicht wahr, Devin? Ich liebe die F1 nicht nur wegen der Kämpfe um den Titel, sondern auch wegen dieser kleineren Duelle im Rest des Feldes. Bei diesen letzten paar Rennen steht so viel auf dem Spiel. Ja, weiter so, Jungs. Nicht hinsehen, Aston Martin schießt zu Alfa Romeo auf. Das wird ein interessanter Kampf um Platz 4. Ich will nicht, dass die Saison endet, aber ich will so schnell wie möglich das nächste Rennen sehen. Ich bin innerlich zerrissen. Ackermann und Jackson wirken auf einmal wie ein richtiges Team. Stellt euch mal vor, wie viel Erfolg sie gehabt hätten, wenn sie früher so gewesen wären. Es wird nicht anhalten. Am Ende werden sie sich wieder gegen irgendwas an die Gurgel gehen. Ah, so, keine Ahnung, Grumpy Old Fan. Nee. Man kann sehen, dass sie darüber hinweg sind. Man sieht es schon an der Körpersache. Sie fühlen sich wohl, sie wirken wie ein Team. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Für neutrale Fans ist das das optimale Ergebnis. Aston Martin und Alfa Romeo haben sich jetzt schon mehrere Rennen lang so einen Schlagabtausch geliefert. Sieht aus, als würde Aston Martin sich endlich wie ein richtiges Team verhalten. Die schaffen das. Alfa Romeo ist geliefert. Aston Martin hat euch gleich. Hat die E-Mails. Zwei Stück. Ich hab versucht, dich anzurufen, aber ich konnte dich nicht erreichen. Lilly ist total aufgedreht, seit du sie im Fernsehen erwähnt hast. Jetzt muss ich es irgendwie schaffen, sie ins Bett zu bringen. Also vielen Dank auch, hab dich lieb. Schön. Tolles Rennen heute, Kaspar. Will zwar nicht voreingenommen sein, aber es war schön zu sehen, wie du Devin Butler schlägst. Und hey, du hast nicht mehr so viele Rennen vor dir, bei denen du das Gefühl genießen kannst, also koste es voll aus. Alles klar, Freunde, dann war's das wieder für die Folge. Nächste Folge geht's dann zum nächsten Kapitel. Dann schauen wir mal, ob wir Alfa Romeo noch die Stirn bieten können in dieser Saison. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.